ist absolut verdient. Jetzt wollen wir den stolzen Papa hören bei Marc Bernbeck. Ja, und sein Sohn ist einer der Durchstarter, Herr Dardai. Und das, obwohl er ja die Arschkarte hat, ne? Haben Sie mal gesagt, weil er eben der Sohn des Trainers ist. Aber wie erleben Sie ihn aktuell in dieser Konstellation? Ja, ich verstehe euch nicht. Warum diskutieren wir immer noch über diese Themen? Ja, gibt er ist jetzt Stammspieler und eins, macht ja. sich sehr gut. Ich habe das 100-mal gebeten, die ganzen Medien, das ist ein Quatsch. Ja. Er soll Aufmerksamkeit kriegen, wenn er gut spielt, muss man Analyse machen, aber nicht bei Trainer und Sohn. Ich habe selber gespielt unter meinem Vater, ich kann das einschätzen, aber so viel drum und dran, was ihr macht und immer wieder, weil, gibt nicht andere Themen, das ist nicht okay. Habe ich 100-mal gebettelt, ist kein Trainersohn, er heißt Marton Dardai und er soll bewertet sein nach seinem Spiel, seinen Status, was er macht und so weiter. Ist ein guter Junge, weil er lernt ganze Tage, hat jetzt Abitur, tausende Sachen, er kriegt alles hin. Und der junge Spieler und jeder junge Spieler darf Fehler machen. Und wenn er Fehler macht, ja, dann sehe ich schon, was wieder alles kommt. Und das ist ein Quatsch. Sollen wir nicht vorher darüber reden, nachher, er ist nur ein Spieler. Habe ich 100-mal gebettelt, nett und gut. Und ihr fangt wieder mit dem Thema an. Er wird davon nicht besser, dass wir hier 100-mal sagen, Trainersohn. Das ist nur Deutschland gibt diesen Satz, Trainersohn. Ich glaube, das ist ja gar nicht negativ. Das ist nicht okay. Herr Dardai, lassen Sie mich und reden wir über andere Sachen. Ja. Reden wir über die Analyse, sehr gerne, ist besser. Sehr gerne, aber ist ja auch gar nicht negativ gemeint. Im Gegenteil, aber wurde sollen ja gerade wir gelobt. Nicht. Sollen wir dann Barton Dardai nennen? Habe ich mal 100-mal gebettelt und nicht Trainersohn. Das ist ein Quatsch. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Was will euch damit provozieren? Was soll das sein? Nein. Ich frage dich, warum fragst du diese Stelle? Stellst du diese Frage? Sag Herr Dardai, ganz kurz, lass mich kurz erklären. Dann kann ich antworten. Nein, wir haben Marton analysiert und natürlich ist es eine besondere Konstellation. Deswegen die Nachfrage. 100-mal haben wir darüber geredet. Aber gut, ihr sollt über ihn Analyse machen, so wie Luca Netz, so wie ein Adam Meier, gehört auch zum Herrn PSC. Aber bitte nicht so, das ist nicht korrekt. Habe ich 100-mal gebettelt, nett und jetzt soll der Schluss sein. Trainer und Spieler sind getrennt bei uns. In die Kabine macht keiner so etwas wie ihr jedes Mal. Und jedes Mal kommt wieder zurück die Sache. Was will euch damit schaffen? Sag mal zu mir, dann weiß ich wenigstens. Herr Dardai, lassen Sie mich kurz erklären, das will man überhaupt nicht schaffen. Und das ist ja nur eine positive Geschichte und trotzdem eine besondere Konstellation. Wir haben verstanden, Sie wollen das in keinster Form auch nur ansatzweise thematisiert haben. Nichtsdestotrotz haben wir Marton gelobt und haben Statistiken rausgekramt, die zeigen, er ist völlig zu Recht Stammspieler und momentan eine Bank hinten in der Innenverteidigung. Herr Dardai, zum Spiel heute am besten. Ja, sind Sie da d'accord, dass wir zum Spiel sprechen? Sie wollten ja in dieser besonderen Konstellation vor allem über Dinge sprechen wie Mut, Leichtigkeit, Genauigkeit. Das ist jetzt wichtig auch in der Mannschaft. Wie schwer ist es, das reinzukriegen in solch einem Druckspiel? Also, kann man vieles provozieren im Training und kann man auch über die Trainingsanalyse machen. Wir nehmen wir alle Training auf und dann korrigieren wir sehr viele Sachen. Und in diesem Moment bist du mehr als Psychologe gefragt, weil genauso wie die Analyse gezeigt hat, hat keiner gewünscht, die Gegner zu folgen. Ja? So, da sollte das eine aggressive Verteidigung sein, wo du Bälle holst und dann gute Umschaltelemente provozieren. Aber das haben wir nicht hinbekommen. Und trotzdem, das Spiel war nicht so schlecht, was ich gesehen habe. Wie haben Sie es gesehen? Ich habe gerade gesehen die Analyse hier. Und bei der Analyse, ich kann ganz anderes zeigen und dann sieht man wieder ganz anderes aus. Wir haben bei der gegnerischen Hälfte sehr gute Ballbesitz gehabt haben. Wir haben nach Umschaltmomenten sehr gute wir haben sehr gut weiter transportiert die Bälle. Aber bei den gegnerischen 30 Meter waren sie lahm und nicht mutig genug. Und in Dortmund zwei Torschans wird immer haben. Ja? Und da haben sie nicht mehr Torschans gehabt, ja? Die erste Halbzeit. Und das war nicht zu negativ, nach meiner Sicht. Mhm. Wir haben zu den Spielern gezeigt, wie gut die gespielt haben und wo haben sie das vermasselt. Und da brauche ich Mut. Ja? Wir sind gut gestaffelt, auch bei Ballbesitz. Wir sind gut positioniert und nach Ballverlust. Gegenpressing. Und da muss man aggressiv sein, richtig aggressiv, nicht nur da sein. Und ich glaube, die Mannschaft war ein bisschen gelähmt. Ja, da war nicht so aggressiv, wie ich das vorgestellt habe oder wie wir das können. Und da müssen wir anderes Qualität zeigen. Auch Balleroberung, aber auch mit dem Ball. Deswegen habe ich gesagt, die letzte Spiel. Vielleicht das war meine Arbeit, weil ich habe diese Woche richtig hart trainiert. Wer weiß, ja? Jeder weiß, wer selber Fußball gespielt hat, wenn die Muskulatur vielleicht ein Tick zu müde, dann bist du ein bisschen passiv, dann bist du nicht so aggressiv. Und wer weiß, ja, die vorletzte Woche vor Dortmund-Spiel, wir haben zu hart trainiert. Aber muss man trainieren, die Saison ist so lang. Und die Sprint gehört zum Fußballtraining, athletische Training. Und ja, manchmal kommt Muskelkater. Herr Dardai, danke schön für Ihre Zeit. Und wir nehmen Ihre Kritik in beiden Komponenten definitiv auf. Aber wir haben eben auch eine andere Ansicht. Erik hat es analysiert. Trotzdem, Sie haben das Spiel allumfassend analysiert. Zweite Halbzeit waren Sie auch nicht zufrieden. Vollstes Verständnis. Aber wie immer nehmen wir gerne Ihre Kritik auf. Ich kann auch eine Analyse machen für dich. Natürlich, das wollen wir hören. Und das war viel zu negativ. Ja. Und das müssen wir auch nehmen wir auf. Dankeschön, Herr Dardai. Gutes Spiel.